das ist jetzt die Netzvariante unserer Eröffnung in Arbeitsklamotte. Ja, Ausstellung in kleinster Weise. Hatten wir so ähnlich ja schon mal, 2012, konnte mich dunkel dran erinnern und bis mir dann unser Geschäftsführer einen Text unter die Nase hielt, den ich dann doch als meinen erkennen musste, da wusste ich ganz genau. Aber heute ist sie halt unter einem anderen Aspekt hier zu sehen, wie so ein Flipchart, wird man ja heute sagen, sind da so ein paar Thesen, immer an die Zwischenwand gemalt und wir haben uns überlegt, so ein paar Dinge, die es halt in Groß und Klein gibt, gegenüberzustellen und hinter der scheinbaren Harmlosigkeit diese Gegenstände doch zum Teil, ja, wie soll ich das sagen, Geschichte zu erleben. Ich sage ja immer, Freilichtmuseen sind jetzt kein Disneyland für kulturell Gebildete, sondern man soll eigentlich auch immer schauen, dass man ja, sein eigenes Leben mit dem der Menschen früher mal versucht in Verbindung zu setzen und so Parallelen, aber auch Veränderungen merken sollte dabei. Ja, fangen wir mal an mit ja, so ein paar Thesen. Wer putzt denn heute noch Schuhe? Wenn man die Turnschuhgeneration sieht, wo sich das Putzen ja offensichtlich nicht mehr lohnt, beziehungsweise uncool ist. Ja, früher war halt zum Werterhalt ein paar Schuhe, stellte einen nicht geringen Wert dar. Man hat sich noch auf Maß arbeiten lassen und die Pflege dieser Schuhe, das ist ja wie bei heute bei einem Maßschuh, wo man dann auch gleich eine teure Pflegeserie dazu kaufen kann, war halt wichtig. Eine bekannte Schuhcremefirma ist halt Erdal, ohne jetzt Fleischwerbung zu machen. Da gibt es auch zwei Frösche, den grinsenden Frosch und den traurig guckenden Frosch. Das fällt einem auch erst dann auf, wenn man sich die Packung mal genauer beguckt. Und natürlich gibt es diese Schuhcreme-Packung auch in einer Puppenkaufladengröße. Weil es einen lokalen Bezug hat, haben wir daneben eine Schuhcremedose von Ermin. Die Namensähnlichkeit ist ja schon bezeichnet. Eine Schuhcreme-Fabrik aus Wittlich, die während des Dritten Reiches, weil sie Juden gehörten, auf sehr üble und bösartige Weise enteignet wurde. Und mit dieser Enteignung einher gingen auch einher bestimmte Verluste von Patenten. Zum Beispiel dieser Drehverschluss oder der Schnappdeckel. Oder wenn sie sich einfach mal nur, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, sonst hat man vielleicht nachher noch irgendwelche Schadenersatzklagen von anderen Firmen am Hals. Aber schauen Sie einfach nur die beiden Dosen an, dann sehen Sie zumindest, was das umlaufende Randdesign angeht, doch gewisse Ähnlichkeiten. Ja, wenn wir bei Marken sind. Meine Oma sagte nie Waschpulver, die sagte gleich Persil. Persil ist in Deutschland immer noch das Synonym für Waschpulver. Ja, auch die ganzen Produkte von Henkel gibt es natürlich in Kinderkaufladengröße und das ist so ähnlich wie Ford. Sie kennen den amerikanischen Jeep, der ja immerhin als Willys Jeep bekannt ist, aber es ist eben auch, musste auch von Ford in Lizenz gebaut werden. Willys hatte lediglich die Ausschreibung gewonnen, aber Ford hatte halt die große Erfahrung im Massenautomobilbau. Und dieser Ford ging hin und stempelte fast jedes Teil dieses Jeeps mit einem F, weil er sich gesagt hat, naja, wer eben irgendwann einmal aus dem Krieg nach Hause kehrt und dann zivil sich ein Auto kauft, der wird durch das F so infiziert sein, dass er sich mit Sicherheit natürlich einen Ford kauft. Ob er damit recht hatte oder nicht, aber wie man eigentlich Waren lanciert, indem man sie ins Gedächtnis der Leute hineinbeamt, sage ich mal, das ist hier auch zu sehen. Da gibt es ein paar Sachen noch. Es gibt noch Sigella, wer kennt das heute noch? Sidol wird Ihnen bekannt sein, also eine Firma in Göln, die Bonawachs herstellte. Da ist immer die Frage, ja, was haben wir denn heute? Haben wir noch Dielenböden? Ja, wir haben natürlich Laminat, das so ähnlich aussieht wie Holz. Ja, Plastik, das muss man nicht bohnen, aber einen klassischen Holzboden musste man auch pflegen. Und ich habe das noch erleben müssen, dass man eben mit Bonawachs und dem sogenannten Blocker eben diesen Boden stundenlang auch wieder auf Hochglanz polieren musste, wie die Schuhe. Ja, wie gesagt, kleine und große Dinge. Jetzt muss ich selber mal in die Vitrine schauen. Ja, Maggi kennen wir natürlich auch alle. Die große Flasche als Vorratsflasche, die kleine Flasche am Tisch. Mein Opa,
Ach, der machte Maggi sogar aufs gekochte Ei, was bei mir bis heute zu einer gewissen Aversion gegen alles, was mit Eiern zu tun hat, führte. Die ganz kleine Packung wieder für den Kinderkaufladen, aber auch da ist eine Geschichte hinter dem banal Ausgestellten das Spannende. Was hat dieser Maggi eigentlich gewollt? Es gibt zwei Konkurrenten, Maggi und die Firma Liebig mit ihrem Fleischextrakt. Man hat versucht, weil ja Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen wenig Zeit zum Essen hatten, wenig Pausen hatten, hat man festgestellt, dass sie gesundheitlich immer mehr, so wie zu sagen, mal salopp ausgedrückt, auf den Hund kamen. Ja, und dann hat man versucht, nahrhafte Dinge denen zur Verfügung zu stellen, hat halt mit haltbar machen und ein, sagen wir mal, instantmäßig etwas herzustellen versucht, was eben gleichzeitig auch nahrhaft war. Also gleichzeitig wenige Jahre versetzt zu dieser Flasche und dieser Würze kommt natürlich auch von Maggi, der Brühwürfel auf den Markt. Und natürlich sind das alles noch so unabhängig erscheinende Markenprodukte, aber wenn man dann heute mal im Internet nachschaut, dann werden viele eben nur noch dem Namen nach existieren und gehören heute, sagen wir einmal, multinational arbeitenden Konzernen. Ja, zum Schluss noch etwas über Spielzeug und Kriegsspielzeug. Klar, muss natürlich auch nicht fehlen. Ein Mantel eines Soldaten und ein paar Elastulin-Figürchen, die heute übrigens begehrte Sammelobjekte sind. Aber was war der Vorläufer der Plastikfiguren, seien es Ritter, sei es irgendwelche Überraschungseierfiguren, die sogenannte Massefigur. Wenn man dann fragt, was ist denn Masse? Das ist einfach, da sagt er, zwei Hersteller gibt es, Elastulin und Lineol. Und Lineol, da kommt man schon der Sache näher, Linoleum, gemahlenes Korkgranulat mit einem Bindemittel versehen auf einem Traggestell, aus dem man diese Figuren dann gepresst hat. Dann kommt man wieder zu der Idee oder zu der Erkenntnis, Linoleum, was ist das? Gibt es das heute noch? Ja, wird wieder aufgelegt, aber ist eigentlich auch ein Belag, den früher jeder kannte und der heute fast völlig durch PVC und andere Kunststoffbeläge ersetzt ist. Also wir wollten mit der Ausstellung auch so ein bisschen zeigen, was hat früher das Leben der Menschen bestimmt und was bestimmt es eben heute noch? Wo gibt es Unterschiede? Wo haben sie eigentlich Sachen aber doch recht lange erhalten?